damit Servus, meine lieben Freunde und Zuschauer von ParkTube hier bei einer weiteren Episode von Dispatch Now, dem News-Format hier vom Kanal ParkTube. Und heute sind wir mal wieder mit dem Thema Europapark beschäftigt, denn nicht nur Voltron ist die neueste Attraktion dieses Jahr, sondern auch der Alpenexpress und die Tiroler Wildwasserbahn. Ja, der ein oder andere hat das wahrscheinlich schon mitbekommen, denn es wurden jetzt die ersten Teile geliefert von der Achterbahn bzw. auch von der Wasserbahn, Tiroler Wildwasserbahn und der Alpenexpress Enzian. So heißt es in dem Post auf Facebook. Und ja, es ist auf jeden Fall mega krass, wie schnell die Baustelle voranschreitet im Rust. Denn nicht vor allzu langer Zeit hatten wir dort das große Feuer, was leider die komplette Zauberwelt der Diamantenhöhle zerstört hat, inklusive Teile der Achterbahn und auch Teile der Wasserbahn. Aber der Europapark lässt sich nicht lumpen und wird uns quasi diese Attraktionen zurückgeben und das Ganze wirklich komplett neu. Es wird, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Zauberwelt der Diamanten geben wird, aber laut den Plänen und den Berichten, die man jetzt schon so gelesen hat, wird es keine Höhle geben. Aber es wird auf jeden Fall Sachen geben, wie zum Beispiel die Grotte, die man besuchen konnte, um sich Steine zu kaufen und solche kleine Souvenirs. Sowas soll wieder zurückkommen. Es gibt auf jeden Fall Indoor-Parts, aber jetzt keine riesige, große Halle, wo man durchlaufen konnte, so wie damals. Was natürlich sehr schade ist, weil ich dort wirklich sehr viel Zeit verbracht habe. Ich fand es immer mega cool. Aber trotzdem kriegen wir jetzt Updates, beziehungsweise ein komplett neues Konzept. Und zwar, schauen wir uns das jetzt mal genauer an. Ich habe hier ein paar Bilder vorbereitet. Ich switch mal rüber. Und da kann man schon sehen, dass die Baustelle wirklich sehr schnell vorangeschritten ist. Wir sehen jetzt hier gerade, wie die Bauarbeiter schon die ersten Schienen montieren. Die Stützen stehen schon mittlerweile. Also die Geschwindigkeit auf der Baustelle ist schon mega krass. Auch die Thematisierung hier oben kann man sehen, das ist final, das ist schon fertig. Da braucht auch keiner mehr malen gehen. Also konnte man da auch tatsächlich schon die Baugerüste abnehmen. Das ist schon final fertig, wie zum Beispiel hier die Felsen auch. Und jetzt sehen wir auch tatsächlich ein paar Gänge, wo man hier langlaufen kann. Hier wahrscheinlich durch diese Schluchten. Und das ist es eben. Wir haben jetzt keine Diamantenhöhle in dem Sinne, sondern es sind alles Schluchten und Berge und Täler. Wird auf jeden Fall eine sehr krasse Experience, denke ich mir schon. Ist auf jeden Fall sehr naturbelastet hier, muss man einfach mal sagen. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, was man jetzt schon auf den ersten Bildern hier sehen kann. Das sind offizielle Bilder vom Europapark selber, von der Baustelle des Alpenexpress bzw. auch der Tiroler Wildwasserbahn und der komplett Neugestaltung des Bereichs in Österreich. Finde ich auf jeden Fall eine mega coole Sache, wie schnell das hier vorangeht. Auch die Jungs hier haben Erfahrungen mit Felsen und so. Das sind die Leute von Universal Rocks, bekannt auch von den Baustellen hier im Phantasialand. Zum Beispiel Klugheim ist durch diese Hände entstanden. Die haben auf jeden Fall einiges drauf und das muss man einfach mal zugeben. Sieht schon mega gut aus. Wir gehen mal zum nächsten Bild, schauen wir uns da mal an, was wir sehen. Und zwar Schienenteile von dem Alpenexpress. Finde ich mega geil, wie schnell das vorangeht. Man hat komplett den spanischen Themenbereich vollgeknallt mit den Schienen. Also wenn Mack-Rides liefert, dann geht das tatsächlich flott. Und das muss man einfach mal sagen. Also das ging jetzt erstaunlich schnell voran. Ich weiß jetzt nicht, wie man das intern geregelt hat bei Mack-Rides. Ob das jetzt dann Priorität hatte im Vergleich zu anderen Achterbahnen, weil man ja weltweit ausliefert. Ob man da jetzt tatsächlich die Priorität gesetzt hat, hier Alpenexpress schnell aufzubauen und man andere Projekte nach hinten verschoben hat oder vielleicht geht das Ganze tatsächlich schneller vonstatten, als wir alle denken. Also da weiß ich halt nicht, wie das genau geregelt wird intern, aber das ging tatsächlich sehr flott. Ich glaube, die komplette Achterbahn ist schon fertig gebogen. Ich denke mal, der Zug ist auch bald vorhanden, weil man möchte ja jetzt langsam auch diesen Bereich dann auch eröffnen. 2024. Ja, hier sehen wir noch ein paar Teile der neuen, der neuen Becken quasi für die Tiroler Wildwasserbahn. Ein Teil der Tiroler Wildwasserbahn ist ja noch erhalten geblieben, wie zum Beispiel der letzte Drop.
der Richtung Station geht. Der bleibt auf jeden Fall. Da hat man sich auf jeden Fall auch Gedanken gemacht und ein bisschen erneuert und alles nochmal farblich angepasst. Und das sind halt eben die ja, zerstörten Becken, die es heute leider nicht mehr gibt. Aber man hat auch, wie gesagt, bei der Tiroler Wildwasserbahn eine neue Streckenführung, so wie es hieß. Wie genau die sein wird, sehen wir dann auch final. Ich denke mal, man kann das schon in Plänen alles sehen. Aber wie gesagt, heute wollen wir nicht so krass ins Detail gehen, sondern einfach mal so, ja, so ein bisschen oberflächlich mal drauf gucken auf die Baustelle, wie weit man denn schon ist. Und ja, hier sieht man ganz genau die ganzen Stützen. Man kann sich ja auch schon ein bisschen vorstellen, wie die Streckenführung sein wird. Ich glaube, das hier ist dann die letzte Kurve, die dann in die Station geht, weil hier haben wir den letzten Drop der Tiroler Wildwasserbahn hier oben. Und das würde tatsächlich dann auch passen. Ich glaube, der Alpenexpress hat in dem Sinne, glaube ich, die gleiche Streckenführung, wenn mich nicht alles täuscht. Kann aber sein, dass wir ein paar kleine Veränderungen haben werden. Aber falls es der komplette, also falls die Strecke komplett gleich ist, hat man sich aber dennoch entschlossen, die alten Schienenteile auch direkt zu ersetzen, weil wenn man schon dabei ist, macht man die Strecke einfach komplett neu, dann hat man einen schönen, also keinen nötigen Übergang, den man schaffen muss von alt auf neu, sondern man kann auch direkt sagen, yo, wir haben komplett neue Schienen und auch für uns Coaster Counts Freaks hier, ein neuer Account wird es sein, tatsächlich. So, weiter geht's zum nächsten Bild. Hier haben wir auch eine Close-Up-Ansicht hier auf die schönen Schienenteile und es ist wirklich, oh, das ist wirklich ganz fabrikneu und das feiere ich immer so ganz hart. Und auch hier das Mittelstück, wo so ein bisschen Asphalt drauf ist, wegen dem Powered Coaster. Darunter haben wir ja tatsächlich ganz normale Reifen, wie auf dem Auto auch. Und die fahren dann tatsächlich hier entlang, werden angetrieben mit einem Motor, also das Ganze, also mit einem Elektromotor. Und ja, das ermöglicht quasi der Achterbahn Geschwindigkeit zu erreichen. Nächstes Bild hätten wir auch wieder ein paar Becken zur Tiroler Wildwasserbahn. Also auf jeden Fall, es schreitet voran die Baustelle und zwar von Tag zu Tag haben wir immer mehr Updates aus dem Europapark und das finde ich auch mega cool, dass man mit uns Freizeitpark-Fans quasi ja die Informationen teilt, sei es über Bilder, Posts oder sogar ganze Dokumentationen, die man auf VJoy präsentiert bekommt, finde ich halt mega krass. Hier haben wir auch zum Beispiel eine Stütze, die gerade runtergefahren wird und platziert wird dann final. Und hier haben wir noch quasi den Beweis, dass ein alter Teil der Tiroler Wildwasserbahn auch erhalten bleibt. Und ja, das feiere ich halt, wie gesagt, wenn ein Freizeitpark seine Informationen teilt, um uns Fans ja so ein bisschen Hoffnungsschimmer zu geben. So, hey, pass auf, hier passiert was. Ihr könnt euch auf das und das und das freuen. Das wird auf jeden Fall mega nice. Und ich finde nicht, dass man da mega krass hart gespoilert wird. Weil, wenn du tatsächlich dann diesen Bereich betreten solltest, ist es eine komplett andere Experience. Und wenn du fahren solltest, ist es ja logischerweise komplett was anderes, wenn du jetzt einen On-Ride guckst oder so. Also finde ich, wie gesagt, diese Politik im Europapark viel besser als zum Beispiel jetzt im Phantasialand, wo man dann einfach nichts sagt zu Baustellen oder einfach alles abdichtet, dunkel macht und dann gar nicht mit uns Fans kommuniziert. Weil ich meine, die breite Masse wird diese Info ja eh nicht treffen, sondern eher nur die Enthusiasten unter den Leuten. Von daher finde ich, kann man das schon machen. Leute, die sich dann auch informieren wollen, die werden das tun. Und Leute, die sich einfach berieseln lassen, einmal im Jahr im Park sind, werden diese Info eh nicht mitkriegen. Von daher finde ich das eine sehr coole Sache, wie der Europapark das handhabt. Aber zum Beispiel auch Efteling macht das sehr gut. Ja, also hier haben wir so ein bisschen jetzt die ja, Baufortschritte gesehen vom Alpenexpress, Enzian und der Tiroler Wildwasserbahn, Schrägstrich der neu gestalteten ja, österreichischen, ja, sag ich mal, Berglandschaft, Alpen. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr jetzt dazu sagt zu den Bildern. Haut es auf jeden Fall nochmal rein in die Kommentare und lasst mal drüber ein bisschen sprechen, debattieren, was ihr zu den Ganzen haltet. Und ja, ich bin auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr gespannt und bin begeistert, wie schnell der Europapark arbeiten kann. Das ist schon heftig. Einfach mehrere Baustellen im Park. Wir haben das Geisterschloss, was bearbeitet wird. Wir haben, wie gesagt, Voltron mit Kroatien, was komplett neu ist, wo auch der Zug jetzt geliefert wurde. Dazu gibt es auch eine News. Und außerdem jetzt einfach ein komplett neuer Bereich, beziehungsweise ein neu gestalteter Bereich mit zwei Attraktionen.
Also mega krass. Europapark geht momentan richtig ab. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Saison 2024 mit echt sehr vielen Neuheiten im Europapark. Auch der Eingangsbereich wird komplett neu gemacht, unter anderem auch die Straßen erneuert. Also Chapeau, Hut ab vor den ganzen Projekten und vor den Mitarbeitern natürlich hier im Europapark. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Lächeln mich nicht vergessen. Wir sehen uns dann bald wieder im nächsten Video hier auf dem Parktop-Kanal. Und falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach abonnieren, Glocke aktivieren, dann bist du immer auf dem neuesten Stand. Ja, und das war's dann hier mit dem Video. Wir sehen uns dann bald wieder. Macht's gut und ciao.